Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit dem Arne, hi, dem Benny, hallo, und mir, gewöhnliche Besetzung, und Gustav. Und Gustav. Gustav. Sie vergisst jedes Mal Gustav. Was, das Gustav, nicht mehr? Du bist Gustav. Ungeeignet. Genau, ja. Schön, dass wir das geklärt haben. Was machen wir? Was ist denn das da hinten für eine Horde? Wir machen die Herzenquest hier, richtig? Weiß ich nicht, ja. Ja. Die geht, glaube ich, relativ schnell. Schau mal, der hat eine ganze Armee. Ja, alles klar. Wir haben zwischendurch ein bisschen Storyquests mal gemacht. Sind jetzt ganze 2 Level höher oder so. Damit sind wir jetzt eigentlich unbesiegbar. Jetzt untertreib mal nicht. Ja, und genau, wir sind immer noch im gleichen Gebiet, wie wir das letzte Mal waren. Und leveln jetzt einfach weiter. Was sollen wir eigentlich machen? Wir sollen hier so... Wir sollen in Büschen nach Banditen suchen. Ja, das letzte Mal habe ich schon keine gefunden. Ja, aber ich bin auch... Wo sind die überhaupt? Sind nicht mal die Büsche. Ich habe eben einen gefunden. Das da. Aber... Ah, ich habe hier einen. Untersuchen. Was, wo bist du? Oh. Steckt sich denn so ein Bandit in einem Busch? Stimmt. Ja, du blöder Raptor. Alter, der hat abgedämmt. Oh. Ja, warum greift uns denn jetzt hier alles an? Ah. Ja, diese blöden Raptorenvögel. Aber die Büsche sind doch eigentlich schon recht markant. Ja, das sind so ganz normale Büsche, oder nicht? Haben genau, die ein schönes ganz normale Kinn? Büsche. Nee. Ja, die haben ein schönes Kinn und an den Ohren merkt man es eigentlich auch. Haben sie angesprungen. Das da. Schaut mal. Was? Beth gibt ihnen den Rest. Wow! Wenn die was? Also, bei mir geht das ziemlich langsam voran. Ja, irgendwie dachte ich auch, also so beim ersten Mal. Was ist das eigentlich für eine Pflanze? Lass meinen Staub. Geht auch verdammt langsam voran. Wow! Okay, ich bin tot. Ja, der macht ganz gut Damage. Ja, ich weiß auch gar nicht. Oh, da sind Fallen. Nein. Oh, seid ihr da reingefahren? Ja, sind wir nicht? Wir müssen das machen. Kann ich so einen retten? Ich glaube nicht. Oh, ist das euer Ernst? Ey, was ist guck mal, mein Moa hat dich gerettet. Also ich bin tot. Gott, jetzt spawnt er auch noch. Ja, ich hab auch kein Leben mehr. Ja, okay, das war unnötig. Kannst du zu mir kommen, Arne? Ich kämpf gerade neben dir gegen so einen Dschungelwurm. Sonst würde ich zu dir kommen. Und also ich bin jetzt einfach respawned, weil... Aua, aua, aua. Ich werde auch... Ja, ich sterb auch. Okay, dann... Ja, wir können die auch nicht besiegen, glaube ich. Nee, das macht zu viel Schaden. Ich hab mich aufgerappelt. Nee, also ich muss ja auch raus. Ihr seid jetzt weg, ne? Ja, ja. Gut. Gut. Ich finde diese Büsche wirklich kaum. Vielleicht suchen wir irgendwie auf der falschen Seite, oder? Da, ich hier ist ein Verdächtiger. Ah, hier ist so ein Bandit. Ey, komm zurück! Der wollte doch tatsächlich zu dir rennen, Benny. Das ist ja frech. Und diesen Stab habe ich halt irgendwie kaum Damage Spells. Das liegt nicht am Stab, Benny. Ach ja, geh nach Hause. Wieso habe ich hier nichts drin? Ich sag lieber nichts. Warum du da nichts drin hast.
Bleib stehen, du Schuft! Kann nicht sein, dass da nur so ein paar Büsche sind und man da sich drum kloppen soll, wer. Nein, hier müssen doch mehr Banditen sein. Ja, ich. Oh Junge! Hilfe! Wieder da reingelaufen. Oh, ich hab sie verarscht! Nein, jetzt hat meine Maus gespackt! Hilfe! Da kamen plötzlich so viele. Nicht schlimm, ich bin bin mal ein bisschen weiter gelaufen, ne? Oh Mann, jetzt habe ich wieder einen angeschlagenen Malus. Ah, hier ist so ein Vorrat. Den kannst du. Ja, aufnehmen. Den habe ich gerade befreit. Oh, nee, und du hast sie geklaut. Oh, hier ist ein Vorrat. Da ist kein Busch mehr. Da ist ein Busch. Okay, also ich habe jetzt so, ich weiß nicht, die Hälfte. Ja, ich auch. Ich auch, aber ich habe schon eine Weile nichts mehr gefunden. Ich bin doch so ein Waldläufer. Gibt es vielleicht auch Tiere, die irgendwie so eine Spürhunde oder so? Kreiter-Spürhunde, die mir. Also, ihr könnt mit Steuerung euch die Büsche in der Nähe anzeigen lassen, ne? Echt? Ja, also, ihr seht dann halt Gegner und sowas. So mache ich es gerade dann. Mit Steuerung? Ja, genau, und dann. Das passiert bei mir gar nicht. Doch, dann ist alles beschriftet. Fress meinen Staub! Fress meinen Staub! Nee, danke. Ich bin der Hirsch im Weg gelaufen. Nee, warte, ich glaube, ich bin hier voll falsch. Lust zu töten steigt! Ich fühle mich stark. Okay. Boah, der hat halt echt irgendwie nur drei Sätze. Die Lust zu töten steigt, fress meinen Staub und ich fühle mich stark. König Sana. Der Name. Boah. Wildschwein ist voll aggro. Wo ist denn noch ein mächtiger Eisenaxt der Schwäche? Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass das hier nur so ein paar Büsche sein sind. Mehr ja sein. Doch, das geht schon, ich meine. Ja, kann man da nichts anderes machen? Ja doch, Vorräte retten, aber ich finde auch keine Vorräte demzufolge. Ja nee, das hatten wir vorhin ja auch nur die eine da. Fress meinen Staub. Da hinten ist ein Busch, aber da sind Raptoren dazwischen. Oh nein! Die hat einen! Lust zu töten, ich fühle mich Buster von hier. Uns hier durchgekämpft. Boah, wie ich die alle weggesnackt hab. Der ist schon bald fertig, ey. Oh, ich hab keine guten Spitzhacken, ich mach hier alles kaputt. Naja. Ja, ich auch. Wo muss ich diese Seraphentruhe jetzt hinbringen? Seraphentruhe? Hier ist noch so ein Vorrat. Also ich hab so eine Seraphentruhe. Oh, hier auch. Seraphen, ich hab Giraffentruhe verstanden. Ja. Ich hab. Was müssen wir mit den Vorräten machen? Wahrscheinlich bei der mit dem Herzchen über sich abgeben. Okay, kriegst du dann extra Punkte? Das oder ist ja Quatsch. Ja, okay, warte. Ich lauf da mal eben hin. Okay, aber es muss ja irgendwo. Da läuft ein Bandit. Oh! Ich habe ein ganzes Banditenlager gefunden. Mann, ich bin nicht da. Ja, also das, wenn man das, wenn ihr das eher gewusst, dann wäre das schnell gegangen. Ja, die Vorräte bringen bei dem Herztypen ein bisschen was.
Ja, Benny. Du lahm Arsch. Wir sind gleich fertig. Allerdings sehe ich nicht. Ist gerade weggeflogen. Einfach dann immer an dem Punkt gespawnt, an dem er losgeflogen ist. So, fertig. Na, nächstes Mal. Fertig. Da hinten ist noch einer. Oh, lock ihn doch nicht von mir weg. Ich dachte, du haust einmal drauf. Okay, ich bin auch fertig. Ich auch. Ich bin am Anfang leider in die falsche Richtung gelaufen, sonst hätte ich das hier eher gefunden. Warte mal, mein Inventar ist voll. Kann ich das ganz kurz? Ja, aber ich würde nicht da stehen bleiben, wo die ganze Zeit Banditen spawnen. Ja. Okay, wir können ja gleich mal gucken, wo es weitergeht. Da ist noch so eine Sehenswürdigkeit, die ich noch gerne haben würde, bei dem Herzchenmann. Fress meinen Staub! Abtoren will ich sagen. Ah, die habe ich schon. Ja, dann gehen wir einfach hier nach links weiter. Ja, also Westen. Ja, können wir machen. Aber na, ernst. Durchlaufen. Kurz, ich glaube, ich habe ein paar coole Sachen gedroppt. Erfrischend. Ich kann auch noch was verkaufen. Lass meinen Staub. Was braucht ihr? Mein Outfit wird auch mehr hässlicher. Gepanzert. Ich gebe mein Bestes. Was? Welches Outfit? Mein Outfit wird auch mal hässlicher, da kann man große Bananen kaufen. Oha, da brauche ich keine kaufen. Ha! Bis nächstes Mal. Dein Ernst. Ja. Das war doch erste Sahne. Fresst meinen Staub! Bevor ich hier ankam, wusste ich nichts. Ja, das sieht echt bescheuert aus, Arne. Danke. Kein Problem. Hört man gerne, aber warte, ich hab Bananen. Bringt so eine. Ach, das sind Kochzutaten. Ah Mann, ich dachte, ich kann die Banane dann irgendwie werfen, oder? Muss ich was dazu sagen? Oh ja. Zeig mir die Moves. Ja. Da. Okay. Können wir nochmal gleich starten? Jasmin. Du verpasst die sicken Benny, Moves! Benny, gleichzeitig starten, auf geht's! Das bringt doch nichts. Doch, auf 3, pass auf. 1, 2, 3. Aber wir haben unterschiedliche Dance. Ja, ich sag doch! Ich hab mich so menschlich gefühlt. Okay, was machen wir jetzt? Ich hab mir mal noch so ein paar Beutel gekauft, damit das Inventar noch größer ist. Habt ihr das auch gemacht? Na klar! In der Regel einen gelben Sack. Ja. Da passt mehr rein. Ich habe schon genug Beutel gekauft, aber ich würde die gerne mal vergrößern. Ich habe halt auch nur so eine kleine. Oh, schau mal. Ah, ne, das ist diese. Ey, ich habe auch nur die kleinen. Da ist ein Event, Leute. Auf geht's. Guck mal, wie viele da sind. Also irgendwie habe ich schon wieder keinen Kampftrommel. Warum nicht? Gepanzert! War alles. Habt ihr auch eine Bronze bekommen? Ich Gold bekommen. Ich sehe das nicht, warum das jetzt wieder weg ist. Was denn? Ne, der Kampfton. Der geht ständig wieder weg und kommt wieder. Vielleicht hat er Angst vor dir. Benny hat einen Hirsch erlegt. Oh. Hey, es ist alles normal. Na, Mann. Ja, lass mal weitermachen. Welche Richtung gehen wir denn hier lang, oder? Ja, genau. Da so. Das Wegchen hier lang. Guck mal, da ist eine Packpulle. Na
los doch, schlagt mich! Würde ich gerne zähmen. Aber ich kann ihn nur begrüßen. Nee, ich kann nur den Menschen begrüßen. Balthasar schenkt uns Kraft. Danke, Balthasar. Oh, da hinten ist so ein Nimros. Ja, aber die kriegen wir doch ein, so ein Vieh. Warum sind die eigentlich so schnell und ich bin so derbe langsam? Aber Vorsicht, die Mine. Was für eine Mine? Wie viel Schaden ich bekomme? Also, ganz so optimal ist das mit der Aufnahme gerade. Hör mal durch die Mine durch. Hallo, die greift uns an. Was zur Hölle? Hä? Versperrt. Ich hab gedacht, das ist was, wo du drauf trittst oder so. Was hat der die Hirschkuh angegriffen? Benni, dreh dich mal um. Hilfe! Die Hirschkuh. Arme Ding, er. Ja, das kann ich nicht mehr töten. Gott, euch. Schon wieder so eine hinterhältige Mine. Hier spielt die Musik. Oh, da ist ja noch mehr. Ah, oh, lol, und ein Busch. Ich dachte gerade, ich hätte den Krokodil gesehen. Genau, erst die Straßensperre angreifen, die ist gefährlich. Ja, nee, aber die ist uns im Weg. Das ist die Frage, hier ist eine Herzchenquest, aber was müssen wir denn da machen? Also ich hab schon was davon. Ja, ich auch. Ich auch, aber so ein ganz kleines bisschen nur. Guck mal, ganz viel. Ja, wir müssen die Banditen machen und so kaputt machen. Warte, lass doch Gustav mal bitte einen Moment. Lust zu töten steigt. Der ist bei seiner Familie. Oh. Er hat Gustav angegriffen. Gustav hat voll viel Leben, der hat mittlerweile über 3000 Leben, ne? Ja. Aber das bringt uns nichts, richtig? Wir müssen die. Mal, da kämpft ein. Oh ne, das ist jetzt. Der hat den Etting getötet, ein Kavernenkrabbler. Alles nur. Doch gar nicht so stark, wie konnte er denn Etting töten? Gepanzert. Ich brauch Lust zu töten, steigen! Okay, hier ist die Herzenquest zu Ende, in die andere Richtung. Geh weg von mir! Er denn das schon wieder? Danke, meine Freunde. Jo. So, ah, da unten sind ganz viele Banditen. Okay, das geht schon mal wesentlich schneller. Na los doch, schlag mich! Wer auf uns? Jetzt ach, da oben ist es. Ja, ich muss da jetzt erstmal hinrennen. Ja. Ich fühle mich stark. War das? Wer war das? Was? Der komische Wirbelsturm da. Dann Schwere ist von mir.
Okay, darum war diese nutzlos. Ja, Arsch war die nutzlos. Das ist meine beste Attacke. Ihr macht Witze, oder? Okay, ich brauch gar nicht mehr viel. Ja, ah, schubst mich nicht weg, du Idiot. Lust zu töten steigt. Jo, ich bin fertig. Oh, der Idiot schubst mich die ganze Zeit weg, sonst wäre ich glaube ich auch schon fertig. Ja, ja. Auch jeden Moment. Also, genau, ich hab schon. Ja. So, die hat eine Bombe hingelegt. So. So ein Schuft. Ja, klar. Das ist mein Staub. Nächstes Mal bemüht euch mehr. Mächtiges Eisenschwert. Ich kann eigentlich hier oben. Warum dauert es bei mir eigentlich so saulange, Gepanzert. Tja. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit. Ich würde gerne hoch auf das Baumhaus. Da war ich schon oben, das war aber nicht cool. Wir können zumindest auf jeden Fall noch weit. Oh Gott, da ist wieder ein Geschützturm, ich hab Angst. Fress mein Schau. Oh mein Gott, die hören ja niemals auf. Also ich bin mal schon ein bisschen weiter gegangen, weil ich das verdeut. Ja, wir laufen vielleicht einfach. Das reicht fürs Erste. Ich bin hingefallen. Thaddeus, 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 Thaddeus. Erfrischend. Oh, der ist eine Thaddeus-Farm. Hi. Ah, das ist Thaddeus. Hä? Kommt, da. Seht ihr ihn ja nicht. Da läuft er. Ich hab auf die drauf gerannt. Wo ist der? Ach, du da hinten. Wir müssen da lang. Wartet ihr ganz kurz. Hallo, hier ist so eine Quest. Ich verkaufe nur noch. Da kommt eine Quest, Leute, wenn ihr da ein paar Banditen mit angreift. Was? Fresst meinen Staub! Ansonsten einfach mitlaufen. Den alten Rudelherd. Den alten. Der Wüste der Glyphenlangbogen. So, der ist Stufe 21. Wir müssen gleich nochmal Banditen kommen und danach sprinten werden. Oh, das sieht aber schön aus hier. Versteckter See entdeckt. Gut, dass der versteckte See nicht auf der Karte eingezeichnet ist. Zeit, einen neuen Weg zu gehen. Ist er doch. Das ist ja das Problem. Ist er doch nicht mehr versteckt. So. Oh, Silber. Der hatte die Stimme von Dalton. Sieht genau. Aua. Geist. Geister. Volpo. Komm, lass mal die Wegmarke daneben. Ich will den Heldenpunkt haben. Guck mal, da muss man gegen den Baum hier kämpfen. Kommen wir alle? Warte. Okay. Ja, das machen wir noch. Ja, aber wir können den nicht hauen. Jetzt. Ah. Denk ans Ausweichen, denk ans Ausweichen. Verwirre euch.
Wir können es schaffen. Oh, was? Warte, das kann Gustav. Guck mal, das ist geil, oder? Das ist echt cool, Gustav. Weil er die auch so raus, also auf die was verbindet, auch raus teleportiert. Oh, da ist eine Raupe hinter mir. Kann ich angreifen. Muss ich erst die Wurzeln kaputt machen? Gustav rettet mich. Oh lol. Gerade so. Ich fühle mich stark. Ach, wir Götter unter uns. Echt mal, das war ja wirklich zu einfach. So eine Herausforderung. Machbar. Ja. Unglaublich, wie die Zeit schon wieder vergangen ist. Das sind schon wieder 25 Minuten. Ich hab die Folge nicht mal ein Level geschafft. Nee, das ist echt der Hammer. Also. Aber gut, das ist halt Guild Wars und so RPGs allgemein, da braucht man einfach lange. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Guild Wars 2. Bis dann. Ciao.